3, 2, 1. Glück auf und herzlich willkommen, liebe Freunde. Jetzt zur finalen Schlacht. Jetzt wieder in getrennten Channels. Ich mit dem Chris gegen den Bumsi und gegen den Maler. Wird eine heiße Kiste, ne? Also Bumsi ist nicht schlecht. Ne? Wusste ich schon von Anfang an. Ja, ich sehe es ja da an der Grenze, was da so auf das gebaut wird nicht alles ist. Sein. Also du siehst, ich habe es ein bisschen so gehalten, dass er nicht alles sieht. Aber ich muss jetzt vorgehen, um die größte Fläche zu haben. Ja, stimmt. Oder du müsstest dich wesentlich weiter zurückziehen, um ihn halt durch irgendein Nadelöhr zu kriegen. Ja. Du kannst jetzt, wenn du willst, gerne deine Priester schon ein bisschen einlässig stehen und einen schickst mal mit vor. Ja, ich habe ja drei da. Ja. Du rechts aufpassen, dass wir Marder so ein bisschen blocken können. Okay, geht los. Okay. Ich versuche nur von der eigenen Grenze zu schießen, ja? Ja. Soll ich ihn bekehren oder den anderen? Bekehren. Sehr schön. Der Zauber ist leider nicht bereit. Kein Problem. Oh, der Gegenangriff vom gemeinen Marder wird zurückgeschlagen. Halt echt versuchen, ja genau, in der Mitte da riecht Marder ein bisschen bedrängen, genau. Ja, wenn gleich die nächste Hundertschaft voll ist, werde ich auch wahrscheinlich versuchen, wenn sich Marder irgendwie rauswagt, da zwischen seine linken und rechten Streitmächte irgendwie durchzukommen. Was hast du, schick was rüber von der Mitte da. Wenn es nur ein paar sind, ist nicht schlimm, du hast ja oben wieder welche frisch wieder produziert. Weil bei mir ist irgendwie. Wo fehlt's denn jetzt hier? Kohle oder was? Ist nicht wahr. Ich muss meine Linie zurückziehen. Ja. Ich hast schick rüber und pass auf, dass der Marder nicht in der Mitte durchkommt. Und hast du Brot über? Kannst du mal was rüber schicken? Nee, ne? Ich hab nichts, wo ich was rüber schicken könnte. Wo soll ich Soldaten hinschicken? Links. Ganz links. Eigentlich auch nicht alle, ne? Nur ein paar. Weil Marder erwartet ja nur drauf. Auf jeden Fall in der Mitte aufpassen. Links werde ich versuchen zu blocken. Und ja genau, machen wir mal das Priester da kaputt, genau. Und versuchen wir mal da oben in der Zangenbewegung rechts anzugreifen und dann links den ersten Turm einzunehmen, dass wir da ein bisschen vorankommen. Ich habe knapp 90 Kampfkraft. Mhm. Sag, würdet ihr mal freundlichweise den Priester umbringen, bevor euch bekehrt? Ach, das ist deiner. Entschuldigung. Kein Problem. Komm bitte. Ja, da kommen da noch mehr.
wollte ja dadurch das nach hinten ziehen auch ein bisschen provozieren, dass er sich mal rausfällt. Kannst du ihn gerne wieder einnehmen? Genau, rechts machst du sehr schön. Pass aber auf, dass du auf dein Land bleibst, so ein bisschen, ja. Versuch ein bisschen zu locken. Du machst doch einen lieber Freund so ein bisschen angreifen, dass er Überblick verliert. Da ist er nicht so. Ja. Irgendwo, ich hab keine Ahnung, wo das jetzt hier hängt, ne? Ja, jetzt kommt von Osten, jetzt zieht er seine östlichen Leute in die Mitte. Genau, zeig's ihm. Ah, bei mir ist irgendwas faul hier, scheiße, ey. Ungünstiger Zeitpunkt. Na, Steine irgendwie alle, ich weiß gar nicht warum. Ich würde sagen, links von Punkten nicht groß weggehen, weil ich da stehe. Du kannst nur rechts wirklich versuchen. Geh ruhig rechts an den Turm ran in der Mitte. Versuch's. Geh ruhig ran. Hast du viel KK? 90. Läuft. Was? Mit 82. Achso, ich hab. Ach, ist egal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Turm besetzen. Ja, schön. Und oben Turm bauen. Deine Türme. Unten die Wirtschaft kaputt machen. Oben aufpassen. Oben. Die kämpfen nicht auf dein Land. Hinten die Bogenschützen schießen nicht. Was ist das mit der Kohle? Echt schief gelaufen. So ein Schnapp. Ah, zum Glück spielt man immer zu zweit. Mhm. Machst du sehr gut, machst du sehr, sehr gut. Genau. Gleich immer voransetzen, genau. Auch in der Mitte da weiter voran, genau. Sie kann nichts machen. Wenn er mich angreift, weiß er, dass er viel verlieren wird, weil er hat nicht 100 KK bestimmt. Marder hat noch einen Turm im Südosten deiner Grenze. Da ist noch so einer blauer, voller, großer Turm. Ich guck grad, vielleicht könntest du da mal drüber fahren. Guck mal, dass ich ein paar Schwertkämpfer finde. Weil wir gar keine mehr gemacht haben, ne? Man muss auch Schwertkämpfer machen. Urreich, ne? Macht das hier sehr schön, wie wir hier sehen, ne? Sehr, sehr schön. Rechts. Ja, machst du wirklich gut, Chris. Sehr schön. Das macht doch Laune, ne? Ein guter Mehrfrontenkrieg. Ja, aber das ist doch das, was Spaß macht. Bei mir läuft das einfach. Ich habe kein Brot zur Zeit. Hm. Dir steht auch das Gold, ne? Du wirst jetzt sagen, ja, ich habe vorne genug zu tun, ne? Ja.
Da ist ein Turm. Links bei dir rechts. Dann versucht noch ein Esel einzustellen. I see you. Was? Ach, englische Version von, ja, von Herr der Ringe. Nee, ich dachte jetzt, wenn irgendwer reingekommen ist, ich hab dich nicht gleich erkannt. Nee, ich meinte wegen dem Turm. Der hat auch gleich mal den, der versucht ja letzte Sachen noch alles mit seinem Markt da zu schicken. Da muss man unbedingt verhindern, unbedingt Esel, Dings, Leute gleich drauf schicken. Wurde zerstört. Und okay, hat seinen letzten Turm zerstört, ja, aus irgendwelchen Gründen. Ja, damit die Wirtschaft nicht zerstört wird, sondern dass er drüben alles kriegt. Also müssen wir jetzt, okay. Die müssen jetzt den Markt zerstören mit Pioniere. Dass er nicht, dass er die Sachen nicht. Ja, ich versuche mal meine Leute irgendwie in deine Richtung zu sammeln. Die sind jetzt gerade sehr unsortiert. Wo hat seine Soldaten nach hinten gezogen, dass man nicht sieht, was er hat? Wird wahrscheinlich mit dem Boost von Marder noch irgendwie so eine Armee aufbauen, in der Hoffnung, dass wir jetzt ein bisschen, dass wir jetzt ein bisschen überstürzt handeln wahrscheinlich, dass wir jetzt denken, oh, wir sind jetzt zu zweit, wir stürmen jetzt vor, sondern wir sollten erstmal noch so ein bisschen unseren neuen wirtschaftlichen Vorteil erarbeiten und vielleicht nutzen. Ja, ich habe Standbild, du auch? Ja. Hallo? Oh. Hallo? Bist du noch da? Ja, du bist noch da, ja. Die Frage, ob das Spiel noch da ist, ne? Seid ihr noch drin? Was steht da? Warte, am Spieler oder was? Bei mir steht nichts. Ich hab Angst rauszutappen. Ich hab Standbild. Oh Gott. Kannst du noch rumscrollen oder ist das auch. Nein, gar nichts. Aber meine FPS-Zahl bewegt sich. Warte ich jetzt, bis sie es gelegt hat? Was waren meine Soldaten? Stehen die noch da, wo die stehen? Ja. Aber wenn ich rausfliege, rennt die nämlich zurück. Ich frage, ob man versucht jetzt zu speichern, aber wenn da steht, warte drauf, ist das Safe-Game kaputt. Du kannst ja mal versuchen zu speichern. Noch steht da nichts mit warte. Sorry, steht's bei euch gerade auch? Ja, das Spiel? Steht's. Weil stand bei euch, wer geflogen ist? Nein. Bei uns auch nicht. Ja, toll. Ich kann nicht mal scrollen und nix. Und ich weiß nicht, Chris sagte gerade, es lief bei ihm noch, oder? Ich kann noch scrollen und so. Also scrollen kann ich auch noch, aber bis auf die bewegten Fähnchen ist nichts mehr. Und die Fische. Ja, und die Fische. Und die Schweine, die suhlen sich noch, aber Ja, hat sich aufgehangen, ne? Ärgerlich. Also das war's beim Unentschieden, ja? Kaum. Wie? Nein, wir hätten unsere wirtschaftlichen Vorteile genutzt, ne Chris? Mhm. Habt ihr euch gegenseitig ergänzt? Jetzt können wir nicht mal die Karte aufdecken, ne? Ja, geht nicht. Das ist jetzt ungünstig. Ich habe jetzt gerade nochmal gespeichert und versuchen den Spielstand zu laden und schauen, was passiert. Ja, oder was. Können wir gerne mal versuchen. Ja, können wir versuchen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und sehen uns gleich wieder, wa? Jo, bis gleich. Tschüss. Das heißt gleich wieder, ne? Also, das wird eine kurze Folge. Zurück, ein kurzer Cut. Wir, der Bundeswehr und ich, wir haben uns geschlagen. In den Krieg, Söhne Turins! Wie man sieht, unten an der Zeit 57:33, wir sind quasi vor dem Krieg, haben leider keinen Save, quasi, wo der Krieg schon begonnen hat. Und da wir wissen, was passiert, ist der Krieg quasi witzlos. Das heißt, ich könnte jetzt in einem neuen Versuch eh nicht gewinnen, dementsprechend reiße ich gerade meine Türme ab. Warte, Bumsi. Ich bin gerade dabei. Okay. Weil wir wollen ja wie immer ein Resümee bei den Affen verloren. Ach guck mal, da kämpft er noch. Ja, das. ein finaler Bildschirm hier. Mit dabei immer noch der Krümel, der Chris und der Bumsi. Ja, moin. Ui. Und gefühlt ist das Spiel jetzt wieder laut geworden. Ich muss einmal leider raus haben. Ich leide. Ja, du kannst auch warten, bis die Musik vorbei ist. Gut, 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 gut.
bin in der letzten Folge so oft rausgetappt, weil ich so schnell mit der Maus hin und her rechts aus dem Monitor rausgehe. Ja. Also ich hab noch aufgesehen, du hast noch einen Turm, ne? Ja, ja. Aber wahrscheinlich will er noch da den Kampf da oben noch genießen. Ja, das haben wir uns Kampf gehabt. Das ist jetzt das Problem. Ich hatte 90% Kampfkraft und die 10% haben halt gefehlt. Ne? Ich habe halt Soldaten ziemlich weit hinten verlagert, damit er nicht alles sieht, ist klar, ist logisch. Dann beim Angriff die große Fläche genutzt, ist auch logisch. Aber du hast im Endeffekt gesehen, es hat einfach dann die Kampfkraft gefehlt, vor allen Dingen dann unten auf seinen Gegner. Ne? Ja. Also ganz klar, bei mir war diesmal das Problem, ich habe ewig gebraucht, um die Golddinger zu finden, weil ich links und rechts daneben zwar erkundet hatte, aber halt nicht da, wo das Gold war. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwann kein Brot mehr. Ich habe es nicht gebacken gekriegt, Brot zu produzieren. Ich hat doch kein Wasser, ne? Sehe ich gerade, oder? Hat er keine Leute? Ach nee, hat keine Leute mehr, ne? Was ist denn das für ein scheiß Stau? Das ist das, was ihr vor der ganzen Zeit geredet habt, ja, oder was? Genau, das hat er die ganze Zeit gehabt. Das war auch ein bisschen. Ja. Nervig, ne? Ja. Ruhig erstmal beim Krümel, Chris. Gucken wir mal mit dem Marder rein hier. Hier der Marder. Also es ist eigentlich schon eine Map, die du eigentlich mit 90 PT gar nicht spielen brauchst eigentlich. Ne? Ja. Also Marder, bei dir hast du wieder mal keine Rohstoffe bei den Minen, ne? Das ja, weil wie gesagt, keine Kohle, kein Brot gehabt zum Schluss mehr. Aber wie Fleisch, ich weiß nicht, ich krieg das mit der Nahrungsproduktion nicht hin. Da muss ich doch mal mit hier ein Trainingscamp machen. Nicht wirklich, bei Kampfbeginn hatte ich kein Brot mehr. Ich wüsste auch nicht warum. Oh. Ja, aber wir so mal irgendwie. Wie viel Farm hast du denn? Ich? Weizen habe ich 1, 2, 3, 4, die fünfte fertig, aber das Problem war, dann hatte ich da irgendwo keine Sense, dann hatte ich hier keine Sense. Aber bei Nummer 2, die haben auch noch keine Sense, weil irgendwie kam sofort zum Schluss, weiß ich nicht, ob die dann welche hatten, aber dann hat hier Kohle gefehlt, da Kohle gefehlt, dann konnten sie keine Sensen produzieren, dann hatte ich zwischendurch zwei Krieger auf einmal. Ich habe vergessen, die Träger hochzustellen, deswegen hatte ich dann nicht mehr genug Träger. Oh. Und solche so Kleinigkeiten. Also wenn du genug Siedler hast, immer die Träger, wiss ich gleich mal 40%. Weil wenn du dann wirklich keine Träger mehr hast, keine freien Träger mehr, ne? Dann kannst du die auch einfach runtersetzen auf 20% und schwuppsdiwupps hast du wiss ich 50, 60 freie Siedler wieder. Ja. Zum Beispiel. Davon hat so, weißt du, so Kleinigkeiten wieder. Ich hab dieser scheiß Schau zurückgeworfen. Mit meinen Minen und meinen Waffenproduktion ein bisschen. Wie viel Kampfkraft habt ihr denn gehabt? 75. Jetzt habe ich gerade 57, aber weiß nicht, wie das dann. Ja doch, das wird jetzt ungefähr hinkommen. Weil wie gesagt, halt ewig erst kein Gold, die Dinger nicht gefunden und dann hatte ich halt auch keine Kohle. Ne, so nicht so wirklich. Muss auch sagen, Kohle. Der Chris der Krümel hatte ich auch rechts sehr, sehr schön unter Druck gesetzt. Ein jeder Freund da alles wirklich zu knaubeln. Und da ist bestimmt auch die Übersicht verloren, habe ich nicht recht. Ich habe die Übersicht verloren, weil ich bei dir dann da mit dem Turm, dann beim Krümel hinten, da waren dann die zwei großen Türme, mittelgroßen. Ja, und überall waren halt übelst viele Soldaten. Und ich hatte halt nicht so viel. Ich hatte halt insgesamt nur, was habe ich gesagt, 130. Ich habe die Statistik schon gesehen, 130, 180 so nimmt ihr. Und ihr habt ja 400 jeweils gehabt. Ne, das hat man dann schon gemerkt, dass an. Ach komm, weißt du, was er dazu sagt? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Was meintet ihr mit gemeinsamer Wirtschaft? Gemeinsamer Wirtschaft? Irgendwie, was hast du denn gesagt, oder habe ich das irgendwie? Wir werden die wirtschaftlichen Vorteile nutzen. Wir hätten ihn erstmal umlagert, weil seine Wirtschaft wird ja nun mal nicht größer und hätten die erstmal seine Wirtschaft, deine Wirtschaft hätte sich zum Beispiel Chris einverleibt. Ja, gut. Und da hatte ich dann einen extremen Boost, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Schon alleine vom Gold. Also, wenn wir da frühzeitig oder blitzschnell reagieren und reinrennen, bringt ja nichts. Du musst jetzt auf eine Messe. Vor allem, wenn 50-70% deiner Soldaten angeschlagen oder schwer verletzt sind. Ja, genau. Also Falls ihr darauf gehofft habt, mit der Aktion die Soldaten von der Grenze abzuziehen, dass wir da einfach dann reinrennen, weil, ach, da ist ja nix. Dann dachten wir, nee. Nee, so nicht, ne? Na gut, aber sonst hat wieder Spaß gemacht. Wir können gerne dann in der Konstellation nochmal dann und hoffentlich bis zum finalen Krieg, Sieg, Niederlage. Aber er hat euch überrascht. Ich habe euch doch gesagt, auf dieser Map, wenn ich mich recht entsinne, braucht ihr gar nicht so viel. Ne? Ja. Also ich würde die gerne nochmal spielen, wenn wir das in der Konstellation machen zu viert. Wenn das Sally nicht können sollte. Oder wenn auch. Dann würde ich die gerne nochmal spielen. Meinetwegen die Teams anders, aber einfach weil man die Map jetzt schon mal kennt. Und dann würde ich gerne mal so einen Vergleich haben, wie
ne? Map kennen, nachher, Map nicht kennen. Ich will aber nicht nochmal auf grün, dieser scheiß Stau. Das ist die Frage. Ja, warum das Position? Da, warum, ja, warum das da so... Das kriegst du auch nicht raus, ne? Doch, was ich ab und zu gemacht habe, Prio hoch, runter und... Ja, ja, ja. Hat sich das kurz gelegt, aber es kam dann wieder. Bei mir ist doch auch nichts so. Nee, gut, bei mir geht's halt da. Bei dir ist halt das Ding genau vom... Das ist ja bescheiden, ne? Ja, die Map ist nicht ganz symmetrisch, ne? Nee, also der Teich da drinnen, das ist echt beschissen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ne? Ja. So muss man es ja eigentlich schon ausdrücken. Liegt wirtschaftlich ungünstig. Ah, ja, danke, danke, danke. Lass doch die Map ändern und da den Teich rausnehmen. Bis nächste Mal. Ändert nur für Bumsi oder was? Nur für Bumsi, genau. Bei uns allen anderen kann der bleiben, aber beim Bumsi muss der Teich weg. Und nochmal extra 100 Barren Gold. Ja, genau. Mindestens. Ja. Hat Bumsi dir denn ein bisschen geholfen oder so? Das dankt von so. Ja, genau. Das, er hat immer mal wieder geschrieben, hier, was weiß ich, deine Geologen machen gerade nichts, deine Dinge machen nichts. Oder hier, da, dies, jenes. Hatte ich gesagt, ja, du bist ja fast so... Immer noch muss auf die Finger hauen, sonst darf ja, das nicht. Ja. Leider so. Er braucht virtuelle Anstupser. Ich bin zwar etwas aktiver als die Damakashi, liebe Grüße an der Stelle, aber doch noch zu langsam, definitiv. Also die Übung fehlt halt über die Jahre. Aber ich darf dich nur mal an deine tolle Metzel erinnern. Ich muss ja, es einfach tun. Da hatte ich aber auch wirklich professionelle Hilfe. Ja, die hast du bei Bumsi auch gehabt, also mach ja, mal nicht schlecht. Aber ich glaube, Bumsi ist halt wesentlich mehr bei sich selbst auch gefordert gewesen, auch durch den Stau dann auch. Ne? Du meinst aber selber, ist mehr als abgelenkt von seinen eigenen Problemen. Genau, genau. Er war nicht diese ständig nörgelnde Stimme, die gesagt hat, hier, da musst du was machen. Ja. Nee, aber hat gepasst, war so. Lief, ne? Läuft bei uns. So. Ja. Dann würde ich sagen, sollte reichen, oder? Danken wir uns ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Genau. Nächstes Mal dann mit spektakulären Endkampf für Marder hat's ja gereicht. Ja. Ah, schön. Und diesmal vielleicht auch wieder der Sally dabei und vielleicht du da draußen, wenn du die passenden Ports hast, wenn du also Ports freigeben hast, wenn du das Spiel hast, ist vorausgesetzt natürlich, und wenn du IP4 hast, ja, das schreibt uns doch an, sei dabei, wa? Und 2000 Euro Aufnahmegebühr. Natürlich. Und ihr vertragt ihn geheim, ne? Aber das, da reden wir dann drüber. Ja, genau, so ist es. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zur nächsten Map, wa? Jo, bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss. War doch geschmeidig, oder? Ja. Also bis auf den Endkampf.